Zum Thema beginnen möchte ich mit Definitionen. Also ich möchte verschiedene Zugänge zum Phänomen des Rassismus zumindest einmal vorstellen. Das sind bei Weitem natürlich nicht alle. Das sind sozusagen quasi meine unter Anführungszeichen Favorites. Anhängen tue ich auch einem weiten Rassismusbegriff, der nicht an somatische, also an körperliche Merkmale als Träger von Bedeutung und der nicht auf bestimmte historische Praxen oder Epochen wie den Kolonialismus geknüpft ist. Ja. Die bekannteste Definition, wenn man so will, des Rassismus stammt von Albert Memmi, ein französisch-maghrebinischer, ich glaube, Politikwissenschaftler oder Philosoph. Diese Definition hat es sozusagen in das geistige Erbe der Welt geschafft, also der UNESCO. Und er schreibt, Rassismus ist die verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher oder fiktiver, eben somatischer, kultureller und so weiter, Unterschiede zum Vorteil des Anklägers und zum Nachteil seines Opfers, mit der, also der Ankläger, seine Privilegien oder seine Aggressionen rechtfertigen möchte. Zitat Ende. Also wir sehen hier, zuerst ist entweder der Hass, die Abwertung oder die Ausbeutung. Also wir haben es hier zu tun mit Legitimation, eben von Ausbeutung, oder Rationalisierung, auch eine Form der Legitimation von Hass. Und das ist auch historisch richtig. Der Rassismus entsteht nach dem Rassismus als Praxis. Ja? Der Rassismus als Legitimationsdiskurs, quasi ein Kind der Aufklärung. Also die Aufklärung macht sozusagen notwendig, die rassistischen Praxen zu legitimieren, weil sie ja gleichzeitig postuliert, bekanntlich, die Gleichheit der Menschen. Und so kommt der Rassismus sozusagen zur Legitimation, zum Kolonialismus dazu und reproduziert natürlich dann kolonialistische Sichtweisen und Praxen aus sich heraus. Der zweite Zugang wäre ja ein ökonomiekritischer, wenn man so will. Das ist die schlechte Nachricht, aber wir kennen sie ja. Es besteht ein Zusammenhang mit dem Kapitalismus. Immanuel Wallerstein, ein US-amerikanischer, ich glaube auch Historiker und Politikwissenschaftler, spricht von der Ethnisierung der Weltarbeitskraft. Ja, dahinter steht die Überlegung, also der Rassismus wird hier als ein Strukturprinzip bürgerlich-kapitalistischer Vergesellschaftung gesehen. Ethnisierung der Weltarbeitskraft meint eben, oder spielt an auf die Notwendigkeit unterschiedlicher Lohnniveaus, sowohl global, aber auch im nationalen Rahmen. Das heißt, der Kapitalismus braucht, um funktionieren zu können, ein inneres Ausland. Das heißt, ein ja, durchaus abgegrenztes Territorium, jetzt nicht räumlich, sondern sozial, wo eine Gruppe von Menschen lebt und leben muss. Ja, die Durchlässigkeit ist unterschiedlich gestaltet, die bereit ist, für weniger Geld zu arbeiten. Warum? Weil sie weniger Rechte haben. Ja. Ohne diese sowohl im globalen Maßstab als auch auf nationaler Ebene sozusagen Lohngefälle wird der Kapitalismus nicht funktionieren. Der Kapitalismus braucht sozusagen ein inneres Ausland, ein Ort, wo Menschen mit weniger Rechten leben. Zitat Wallerstein, Rassismus innerhalb des historischen Kapitalismus hat nichts mit Fremden zu tun, ganz im Gegenteil. Rassismus ist die Art und Weise, durch die verschiedene Segmente innerhalb der gleichen ökonomischen Struktur in ihrer Verbindung miteinander eingeschränkt werden. Zitat Ende. Ein ja durchaus damit verwandter Zugang, aber mehr schon jetzt Richtung Subjekt, also weg von den Verhältnissen, sieht im Rassismus eine Art ja Verarbeitungsform von biografischer und sozialer Entfremdung.
Im Fall der biografischen Entfremdung wird das relevant, diese These, und ich spreche da auch vom Hintergrund meiner Erfahrung noch seit Anfang der 90er Jahre mit Jugendlichen, dass tatsächlich es am Höhepunkt sozusagen der Adoleszenz, die man ja auch durchaus als Entfremdung beschreiben kann, es ja überdurchschnittlich sozusagen eine affektive Nähe zu äußerer Fremdheit entsteht. Ja. Es muss nicht immer negativ sein, ja, in Form des Rassismus, aber es ist affektiv das Thema Fremdheit, unter Anführungszeichen, höchst aufgeladen in dieser Zeit. Ist auch empirisch abgesichert. Ihr wisst, Rassismus wächst im Alter, so wie der Antisemitismus. Es gibt nur ganz unten ein umgekehrtes Hackerl, also zwischen 14- und 18-Jährigen ist er höher. Ja. Was eben auf adoleszente Konflikte beziehungsweise, ja, eben Entfremdungsprozesse verweist. Und Leo Löwenthal, US-amerikanischer, also deutscher, ursprünglich vertriebener Angehöriger auch der sogenannten Frankfurter Schule, spricht ja im Fall des Antisemitismus, aber ich glaube, das kann man eben auch auf den Rassismus übertragen, sozusagen auf eben vom Versuch, mit Entfremdung fertig zu werden, ja, nämlich zu Lasten der Fremdgemachten. Ein weiterer Ansatz sieht den Rassismus sehr eng in Verbindung mit dem Klassismus, also als Wohlstandschauvinismus. Er ist, wird hier gesehen als ein soziales Ressentiment gegen die Armen. Tatsächlich gilt das, würde ich sagen, vor allen Dingen für den heutigen Anti-Immigrations-Rassismus. Hier sagt Etienne Balibar, ganz ein wichtiger französischer Rassismusforscher, dass der Rassismus mit dem Klassenhass, ja, also der Anti-Immigrationsrassismus sozusagen mit dem Klassenhass zusammenfällt. Auch am Anfang des Rassismus stand ja tatsächlich die Verwandlung von Klassen in Kasten und die Umwandlung sozialer in natürlicher Ungleichheit. Der ethnische Rassismus, und darauf weist im Balibar hin, entstand aus dem Klassenrassismus. Und ich glaube, bis heute ist ihm diese Herkunft anzusehen. Wenn wir zum Beispiel Sarrazin lesen, wo er tatsächlich auch erklärtermaßen das Unterschichtenproblem angeht. Ja. Also hier sehen wir auch diese Verwobenheit eben des antimuslimischen Rassismus, eben der auch eben ein Sozialrassismus ist, also zur Lösung des Unterschichtenproblems, wie Sarrazin sagt. Der US-amerikanische Hip-Hopper Ice Cube meinte mal, Rassismus ist keine Frage der Hautfarbe, sondern der Geldbörse. Da spielt er genau sozusagen auf diesen sozialen Aspekt auch an. Dann, und ich bin wieder bei der Ideologietheorie, die ja gestern auch eine gewisse Rolle spielte, wird der Rassismus gesehen als ein Effekt, also eine Folge sozusagen im Prozess oder des Prozesses von ideologischer Vergemeinschaftung. Ich zitiere Anita Kalbaka und Nora Rätsel aus dem nach wie vor sehr empfehlenswerten Buch Die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein. Zitat: Das Auftauchen einer fremden Kultur, anderer Lebensweisen, auch äußerlich unangepasster Menschen, stellt eine Bedrohung für das mühsam hergestellte Gleichgewicht zwischen Widerstand und Unterwerfung dar. Das ist sozusagen der Vergesellschaftungsprozess, der ideologische. Dass es möglich ist, andere Lebensformen zu praktizieren, lässt an den eigenen Normalisierungsanstrengungen zweifeln. Zitat Ende. Bei diesen ideologietheoretischen Ansätzen ist, wie gesagt, die subjektive Funktionalität rassistischer Diskursen, Praxen von Relevanz. Also die Frage, was bringt es der oder dem Einzelnen, rassistisch zu denken und zu handeln? Hier interessiert also vor allen Dingen die Bedeutung des Rassismus für die Reproduktion von Herrschaftsverhältnissen. Entlang der Fragestellung, wie sich die Einzelnen selbst mit den herrschenden Strukturen verknüpfen, wird Rassismus als eine Form eben ideologischer Vergesellschaftung verstanden. Individuen fügen sich in die staatliche Ordnung ein,
indem sie Migrantinnen ablehnen, diskriminieren, marginalisieren, als minderwertig behandeln, eben dieses bekannte Fahrradmodell nach oben buckeln, nach unten treten. Bei dieser Form der Vergesellschaftung kann eben dank des Rassismus die eigene Unterordnung noch als Machtzuwachs erlebt oder gelebt werden, ja, weil ich sozusagen unter mir noch wen habe. Rassismus ist also hier auch wieder eine Form, die Herrschaft stabilisieren hilft. In der Krise oder in Krisen verschärft sich jetzt das ohnehin schon prekäre Verhältnis von Widerstand und Auflehnung. Rassismus tritt nicht verstärkt auf, wenn eine ökonomische Krise einsetzt, quasi automatisch als Folge von Arbeitslosigkeit. Das haben wir auch gestern kurz angerissen, dass dieser unmittelbare Zusammenhang zwischen Krise und Antisemitismus, Krise und Rassismus nicht besteht. Also der Rassismus tritt vor allen Dingen auch verstärkt auf, wenn eine Krise der Institutionen des Staates bzw. der Vergesellschaftungsagenturen ja droht. Also es reicht schon sozusagen die Angst vor dieser Krise des Staates oder psychodynamisch gesprochen, wenn man so will, der Autorität. Denn die hergestellte Einordnung unter diese Institutionen, die als eben die eigenen erfahren werden dabei, droht ja dann umsonst gewesen zu sein, wenn diese Institutionen plötzlich zu zerbröseln scheinen. Je stärker die Unterordnung, die Identifizierung mit dem Staat, ja, und seinen Institutionen ausfällt, desto rabiater der Rassismus. Hier ist dieser ganz enge Zusammenhang eben von Autoritarismus und Rassismus angesprochen. In allen mir bekannten Studien ist das sozusagen die wichtigste begünstigende Variable. Wie gesagt, nach oben buckeln, nach unten treten. Je mehr jemand nach oben buckelt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie auch nach unten tritt. Rassismus ist immer auch eine Abwehr gegen die Erkenntnis, dass man sich unterworfen hat, dass man auf etwas verzichtet hat, verzichten musste. Ich zitiere Birgit Rommelsbacher: So ist die Begegnung mit Fremden meist eine narzisstische Kränkung, die umso stärker ausfällt, je mehr die Einzelnen der dominanten Kultur verhaftet sind, das heißt davon ausgehen, dass sie selbst die Norm repräsentieren. Zitat Ende. Ein wichtiger Aspekt noch, weil hier auch schon am Anfang bei der Definition von Memmi, von Unterschieden oder Differenz, die Rede war. Rassismuskritik stellt sich gegen eine essentialistische Annahme von Rassismus sozusagen als nachteilige oder negative Bewertung von Differenz. Also die Ansätze, die sagen, es gibt quasi Differenz und die wird halt nur negativ bewertet, die wird hier kritisiert. Es geht eben darum, wie wird Differenz hergestellt, ja, diese soziale Konstruiertheit von Differenz. Hiermit beginnt die Kritik des Rassismus, ja, nicht erst mit der Reaktion auf angebliche Fremdheit. Also heute spricht man hier auch vom sozusagen Prozess des Otherings, eben dieser sozialen Konstruierung von Differenz. Robert Miles, ein wichtiger britischer Rassismusforscher, spricht hier von der Bedeutungskonstitution. Da meint er eben das Wahrnehmen eben von somatischen Merkmalen wie der Hautfarbe wird erst hervorgebracht. Ja. Er spricht eben von der sogenannten Rassenkonstruktion, wobei eben einigen Merkmalen soziale Bedeutung zugeschrieben wird. Zitat Robert Miles: Also Rassismus ist ein Fall ideologischer Bedeutungsbildung, in dem eine soziale Gruppe als eine diskrete und besonders sich selbst reproduzierende Bevölkerung konstruiert wird. Zitat Ende. Wir sprechen hier auch, also ähnlich
gelagert, der Begriff von Ethnisierung. Ethnisierung meint die Transformation zunächst ja, konstitutiv belangloser Momente in konstitutiv relevante Eigenschaften mit dem Ziel der Erzeugung einer wieder im gesonderten sozialen Gruppe, wiederum gehorcht ist dem Ziel, eben diese mit weniger Rechten und Ressourcen auszustatten. Also das ist der Sinn der Ethnisierung. Ich muss nur aufpassen, dass ich kein Durcheinander zusammenkriege. Eine brauchbare Theorie oder Kritik des Rassismus als antirassistische Theorie hat nicht das Objekt, also die sogenannten Fremden oder anderen zum Gegenstand, sondern das Subjekt. Also das gilt das Gleiche, was wir gestern im Fall des Antisemitismus gesagt haben. Und wieder die Formen oder die Art und Weise, wie sich dieses Subjekt vergesellschaftet. Etienne Balibar spricht hier von der rassistischen Gemeinschaft. Es besteht tatsächlich kein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Anwesenheit der Objekte des Rassismus und seiner Entstehung, wie dies der Alltagsverstand, manchmal auch die Politik und die Medien unterstellen. Ja, also quasi, je mehr Geflüchtete, desto mehr Rassismus, was dann wiederum als auch Argument für das Migrationsregime dann dient, dieses Regime noch strenger zu machen, noch brutaler. Dann reduziert Kritik des Rassismus diesen nicht auf ein Vorurteil oder auf individuelles Verhalten, sondern sie begreift den Rassismus als ein gesellschaftliches Verhältnis, das noch dazu auch also im Zusammenwirken mit anderen Verhältnissen und hier vor allen Dingen Sexismus, aber auch Rassismus, ich habe es erwähnt, zu analysieren ist. Schließlich begreift sie Rassismus als sich ständig modifizierendes, eben anpassendes Gewalt- und Herrschaftsverhältnis. Also der Begriff der Macht, Herrschaft, ist in der Rassismuskritik sehr wichtig. Rassismus als Ensemble sozialer Strukturen, in denen die Subjekte jenseits einfacher oben-unten-Schemata sich einordnen, beziehungsweise in Anführungszeichen eingeordnet werden. Denn von diesen Strukturen ist die Existenz und in der Folge die Wahrnehmung und Bedeutung von Differenz abhängig. Ja, ich möchte im zweiten Teil, nachdem ich so einen Überblick gegeben habe, über die verbreiterteren Definitionen oder Definitionsversuche und Zugänge mich dann, wie angekündigt, so psychoanalytischer, sozialpsychologischer Ansätze zuwenden und hier vor allen Dingen der Frage der Projektion und des Narzissmus. Bevor ich das aber mache, möchte ich auf die Grenzen von solchen psychologischen Zugängen hinweisen. Sie laufen nämlich Gefahr, sich der Entpolitisierung durch, wie es eben zu Recht oft heißt, Psychologisierung schuldig zu machen. Was heißt Psychologisierung? Ja, wenn man die Ursachen eines eben sozialen und politischen Phänomens wie des Rassismus jetzt ausschließlich quasi auf der individuellen Ebene sucht. Ein weiterer Fallstrick dieser Ansätze besteht in der Ontologisierung. Ja, schon in der psychologischen Begriffswahl, hier ist ja oft die Rede von Xenophobie oder Fremdenfeindlichkeit, wobei eben die Frage, wie der Fremde fremd wird, auch schon wieder nicht behandelt wird. Also fremd ohne Anführungszeichen. In solchen Begriffen schwingt die Behauptung quasi einer Natürlichkeit von eben dann phobischen Reaktionen auf die Konfrontation mit Differenz mit. In ethologischen oder verhaltensbiologischen Ansätzen wird diese Naturalisierung von Sozialem dann offen betrieben. Hier spricht man dann von Fremdenabwehr, quasi ja schon als evolutionäres Erfordernis.
Viele psychologische Zugänge interessieren sich nicht für die spezifische Art und Weise, wie Eigenes vom Fremden geschehen wird. Anstatt erst den Umgang mit Fremdheit zu problematisieren, wie das oft passiert, gehörte, wie gesagt, schon dessen soziale Bedeutungskonstitution thematisiert. Wenn der individuelle Rassismus, wie im Folgenden mit unbewusst gemachten oder verdrängten, ursächlich in Zusammenhang gebracht wird, dann sollte dabei auch nicht vergessen werden, ja, nach dem Warum der Verdrängung zu fragen. Ja, also das heißt, diese Verdrängung passiert nicht im luftleeren Raum. Wer demgegenüber die dem Rassismus zugrunde liegenden Machtbeziehungen ausblendet, der macht sich eben der Entpolitisierung schuldig. Ich zitiere noch einmal Birgit Rommelsbacher: Eine psychologische Abstraktion, die nur das Fremde sieht, trägt zur Verdrängung dieser Geschichte bei und sieht nicht, wie sehr ökonomische, kulturelle und psychologische Ausbeutung die Beziehung zwischen Mehrheit und Minderheit prägt. Zitat Ende. Aber dennoch versuche auch ich im Gefolge hier, also von Adorno, diese Wendung auf das Subjekt noch einmal, aber unterstelle damit nicht, dass die begünstigenden Variablen für Rassismus alle ausschließlich auf individueller Ebene zu finden wären. Tatsächlich lässt sich Rassismus auf verschiedenen, in der Realität stets ineinandergreifenden Ebenen analysieren und auch bekämpfen. Das ist eben wichtig, gerade für Letzteres, für die Kämpfe, ja, und für sich möglichst viel Frust zu ersparen, immer auch zu wissen, ja, welchen Kampf auf welcher Ebene. Da wäre zunächst die individuelle Ebene oder die persönliche Ebene, dann auf der anderen die politische, die soziale Ebene, beziehungsweise die kulturelle, aber auch die institutionelle oder die strukturelle Ebene. Hier wäre die Ökonomie zu nennen, bei der institutionellen Ebene eben der staatliche Rassismus, das Migrationsregime. Ja, die auf der jeweiligen Ebene greifenden Erklärungen sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden, wie das oft passiert, sondern, ich habe es gestern auch schon erwähnt, in einer Art, wie Sigmund Freud es nennt, Ergänzungsreihe angeordnet werden. Ich möchte auch betonen, dass die folgenden Überlegungen sozusagen zu den unbewussten Wurzeln des Rassismus nicht den Anspruch erheben, den Rassismus in all seinen Formen, Artikulationsformen zu erklären. Die Aussagekraft sozialpsychologischer Erklärungsversuche beschränkt sich meiner Meinung nach weitgehend auf den Rassismus von unten, auf den Bewegungsrassismus, der zudem oft gewalttätig ist. Dieser Bewegungsrassismus zeichnet sich bei aller subjektiver und sozialen Rationalität durch eine solche Irrationalität aus, dass es einer Verkennung gleichkommen würde, zu seinem Verständnis nicht auf psychoanalytische Ansätze zurückzugreifen. Gefragt wäre insbesondere eine psychoanalytisch orientierte Sozialpsychologie, welche die Entstehung subjektiver Gedanken und Handlungsmuster aus der notwendigen Vermittlung sozialer und individueller Strukturen erklärt. Ich möchte, wenn ich das im Folgenden versuche, nicht ein kollektives oder die Existenz eines kollektiven Unbewussten behaupten. Vielmehr interessieren die mittels Rassismus schief geheilten inneren Konflikte, zu dem Begriff komme ich gleich, und die Mechanismen der Identifizierung von Identischen mit sich selbst im Prozess der Bildung nationaler oder völkischer Kollektive. Also hier wieder dieser Gemeinschaftsbildungsaspekt angesprochen. Das Erkenntnisinteresse richtet sich dann
auf die Veränderungen in den Subjekten während dieses Prozesses in der Massenbildung auch, und ich komme am Schluss kurz darauf zu sprechen noch, meine ich, gilt das für die virtuellen Massen. Was heißt Schiefheilung? Ein, weil ich sprach vorhin von, dass der Rassismus sozusagen innere Konflikte oder hilft, innere Konflikte schief zu heilen. Das ist ein Begriff von Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse. Und hier meint Schiefheilung die Verschiebung sozusagen von Konflikten, ja, es geht jetzt, aber wir können es dann durchaus aufs Außen übertragen, von inneren Konflikten, ja, neurotischen Konflikten auf eine andere Ebene, wo sie dann scheinbar geheilt werden, schief geheilt werden. Ja, aber eben die Schiefheilung sagt, es ist nur eine scheinbare Heilung. Und da ist es auch aus der antirassistischen Bildungsarbeit eine wichtige Erkenntnis, die dann auch zu einer Methode geworden ist, nämlich die Konfliktpädagogik. Ja. Dass man sagt, Rassismus in Analogie zu Freud, Rassismus hebt Konflikte, ja, soziale Konflikte, Alter, Gender, Konflikte, was auch immer, auf eine andere Ebene, eben quasi Kulturkonflikt. Ja. Und was heißt das aber jetzt für die Prävention? Es bringt nichts, den Konflikt zu leugnen, ganz im Gegenteil, um Konfliktpädagogik, sondern auf diese Ebene zurückzuholen, wo er entsteht, weil dort ist auch lösbar. Ja, das ist das Versprechen. Und ähnlich wird das Sigmund Freud sagen fürs Individuum. Ja, auch hier geht es darum, in der Psychoanalyse den Konflikt wieder auf diese Ebene zurückzuführen. Ja, der zentrale oder der wichtigste Begriff aller mir bekannten psychologischen Zugänge zum Rassismus ist der der Projektion. Weil aber Projektion etwas Alltägliches ist, also wir es permanent tun, sprechen Horkheimer und Adorno hier von pathischer Projektion. Ja, in Anlehnung an pathologisch, aber nicht ganz so, sozusagen nur pathisch. Pathisch meint die Projektion zunächst im Dienste von Abwehr, also es wäre mehr das Pathologische, aber so wie Sie es meinen, eben wir projizieren alle, apathisch wird es, wenn wir nicht mehr reflektieren, also der Ausfall der Reflexion, und ich würde auch sagen, das ist genau der Übergang, weil es auch oft so in eins gesetzt wird, vom Vorurteil zum Rassismus, ja, sozusagen. Vorurteil ohne Reflexionsbereitschaft verdichtet sich quasi dann zum Rassismus. Und auch hier wieder, wenn man kurz zur Prävention sprechen, genauso wie beim Antisemitismus ist es eigentlich zu spät. Ja. Woody Allen hat einmal gesagt, bei Antisemiten bevorzuge ich den Baseballschläger. Und das hat er nicht gesagt, weil er Gewalt so geil findet, sondern weil es nichts bringt, hier zu argumentieren. Ja. Also wenn es mal verdichtet ist zum Rassismus oder zum Antisemitismus, ist zu spät, darum setzen wir auch hier möglichst früh an, eben auf der Ebene der Vorurteile, aber ohne eben Rassismus und Antisemitismus drauf zu reduzieren. Ja, neben diesem Mechanismus der Projektion, ich komme dann nochmal drauf zu sprechen, möchte ich noch die eben andere, wenn man so will, psychodynamischen Grundlagen des Rassismus zumindest skizzieren. Da wäre ganz am Anfang die These, dass der Mensch sozusagen ursprünglich im Paradies gelebt hätte. Da meine ich jetzt nicht sozusagen das biblische Paradies, sondern auch also im Individuellen. Also quasi, es gibt die These, es gibt sowas wie einen primären Narzissmus, also das ist der emotionale Zustand in der Dyade, also noch der auch körperlichen Verbundenheit mit der Mutter. Also es heißt nicht umsonst Paradies. Die erste Begegnung mit Differenz, und das fällt sozusagen in eins jetzt mit dem Verlust dieses Paradieses, und in der herrschenden, wie Birgit Rommelsbacher sagt, Dominanzkultur wird diese negative Erfahrung, dieser Verlust, ja, eben zu Lasten des anderen
verarbeitet. Also die erste Begegnung mit Differenz, Rommelsbacher sagt, das ist Geschlechterdifferenz, wird die Psychoanalyse auch bejahen. Ja. Fällt zeitlich hineins, sozusagen mit dem Rauslösen aus der Dyade mit der Mutter, und das wird als Verlust erlebt. Ja. Und so hängt sozusagen dann zeitlebens, ist die These, an Differenz quasi, egal jetzt ob tatsächliche, hergestellte, eben vor allen Dingen sozial konstruierte, immer dieser Makel des Verlustes. Jede Regression dann in späteren Lebensphasen, also Regression heißt der Rückfall auf eine schon eigentlich überwundene, unter Anführungszeichen, aber doch immer noch als Ressource, wenn man so will, quasi vorhandene Stufe der psychischen Entwicklung. Und diese Regressionen können eben auch je nach äußeren Druck unterschiedlich stark ausfallen. Und die starken Regressionen, wenn man so will, die quasi auf den Anfang zurückdrücken, nämlich auf den primären Narzissmus, beziehungsweise die imaginäre Wiedererlangung des mütterlichen, in Anführungszeichen, Paradieses. Und das geht eben Hand in Hand mit dem Hass auf die störende Differenz und all jene, die Differenz tatsächlich oder vermeintlich repräsentieren. Gleichbedeutend mit Regression ist die Aktualisierung frühkindlicher Abwehrmodi, vor allen Dingen der Spaltung. Vom Grad oder von der Heftigkeit der Regression ist es abhängig, ob das Abgespaltene, unter Anführungszeichen, nur projiziert wird oder ob der, die Projizierende, mit ihren Projektionen verstrickt bleibt. Ja, das ist der letzte Fall, wir haben ihn gestern erwähnt, das wäre die projektive Identifizierung, von der Melanie Klein spricht, also jener Abwehrvorgang, der, wie wir gesagt haben, vor allen Dingen die psychodynamische Grundlage des Antisemitismus darstellt, aber, wie ich meine, auch in manchen Formen des Bewegungsrassismus, vor allen Dingen des politisch organisierten Rassismus, durchaus auch zu konstatieren ist. Bei dieser projektiven Identifizierung, wie gesagt, bleibt der, die Projizierende, negativ an das Objekt gebunden, und diesem Objekt kommen so die Eigenschaften des Unheimlichen zu. Während bei der pathischen, wenn man so will, Projektion das Subjekt sich von den Inhalten seiner Projektion trennt, also sie quasi abstoßt. Es verbindet keine Verbindung mehr mit dem Objekt, ganz im Gegenteil, es wird als fremd erlebt. Also das wäre das quasi Fremde im Unterschied zum Unheimlichen, Fremden der projektiven Identifizierung. Eben dieses unheimliche Objekt muss zerstört werden. Ja, ich bin sozusagen verstrickt mit ihm. Es stört die Illusion der Reinheit, eben dieses primär narzisstische Paradies. Diese Illusion ist im Angesicht eben dieses unheimlich Fremden, mit dem er verstrickt ist, nicht aufrecht zu halten. Im Fall der pathischen Projektion reicht es hingegen schon, wenn man dann das Objekt phobisch meidet. Im Bild des Fremden, der zuvor zur Projektionsfläche verdinglicht wird, sammelt sich alles, was am eigenen bedrohlich oder böse war, bis das Fremde, wie Mario Erdheim, auch Psychoanalytiker meines Wissens, bis dieses Fremde, wie er schreibt, zum Monsterkabinett des verpönten eigenen wird. Ja, und da sieht man auch, warum das Fremde oft Angst macht. Ja. Also die Betonung ist auf Monsterkabinett. Es ist vor allen Dingen der Zwang der Verhältnisse, beziehungsweise der Zwang zur Einordnung in diese und der Zwang zur Verdrängung verbotener Triebregungen, die den Rassismus begründen. Ein Gedanke, der bekannterweise auf Adorno und Horkheimer auch zurückgeht. Alles, was das moderne Subjekt im Inneren nicht zulassen kann, was es unterdrücken muss, wird nach außen
auf die anderen projiziert, an ihnen gehasst. Die Abwertung des anderen ist somit die Folge eines innerpsychischen Konfliktes, bei dem das am anderen verachtet und herabgesetzt wird, was einem selbst vertraut und gleichermaßen fremd erscheint, weil es im Prozess der Zivilisierung unterdrückt werden musste. Ich zitiere Horkheimer und Adorno: Regungen, die vom Subjekt als dessen eigene nicht durchgelassen werden und ihm doch eigen sind, werden dem Objekt zugeschrieben, dem prospektiven Opfer. Zitat Ende. Noch einmal, der Rassismus hat seinen Ursprung im modernen Subjekt selbst und eben nicht in den fremdgemachten anderen. Während in der klassischen kritischen Theorie es vor allen Dingen das schwache oder das geschwächte Ich des autoritären Charakters war, dem eine überdurchschnittliche Projektionsneigung und damit sozusagen Anfälligkeit für Rassismus attestiert wurde, gehen wir heute davon aus, dass bei äußerem Druck eines gewissen Ausmaßes, aber auch bei innerer Konflikthaftigkeit von hier geradezu überwältigenden Ausmaßes, aber auch unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen, Stichwort Krise, potenziell alle sozusagen anfällig sind für Projektion beziehungsweise sicher vor Regression sind. Das heißt, wir haben uns ein bisschen verabschiedet sozusagen von der Vorstellung, es gibt so fixe Charaktertypen, autoritäre Charaktere. Es wäre ein sehr schönes Denken, es gibt die Autoritären und die Anti-Autoritären und wir sind alle auf der Seite. Tatsächlich spricht man heute auch von sowas oder vor allen Dingen wie autoritäre Reaktion, also ein Prozess. Wir alle können, die eine mehr, die andere weniger, hängt eben immer auch von äußeren, aber auch inneren Umständen ab, autoritär reagieren oder so Sehnsüchte nach autoritärer Symbiose auch entwickeln. Wie immer man das auch sieht, ob man jetzt eher den Prozess in den Vordergrund stellt oder die charakterliche Disposition, der Autoritarismus ist, ich wiederhole mich, die wichtigste begünstigende Variable des Rassismus. Die Subjekte der Projektion sind daneben als narzisstische und ohnmächtige zu charakterisieren. Hier spreche ich jetzt aber vom anderen Narzissmus, nicht vom primären, sozusagen von dem Zug quasi zurück zum Ursprung, sondern vom sekundären Narzissmus, quasi, den man flapsig übersetzen könnte, als die Selbstliebe oder die Liebe zu den Identischen. Auf die strukturellen Schwächungen des Ichs reagiert dieses gern oder oft mit übermäßiger narzisstischer Besetzung desselben. Drum gehen manche im Gefolge von Adorno auch so weit, von einem narzisstischen Zeitalter zu sprechen, also mit einer narzisstischen Überbesetzung des Selbst, dass sich dann in einem bestimmten Verhältnis zur Körperlichkeit zum Beispiel artikuliert. Ich glaube, wir wissen, was ich meine. Adorno schreibt, mit der Zerstörung des Ichs steigen der Narzissmus und dessen kollektivistischen Derivate. Ein solches Derivat ist eben, wenn man so will, die Nation, der Nationalismus, die Zugehörigkeit zum Herrenvolk von Untertanen. Es besteht ein enger Zusammenhang von Nationalismus und Rassismus. Wir können denn dann gern genauer, also in der Diskussion genauer darauf eingehen. Hier würde ich mal sagen, der Rassismus ist sozusagen der Überschuss im Nationalismus, gewissermaßen, wobei nicht wirklich so immer nur Kontinuität besteht. Es hängt eben auch, wie wir gestern gehört haben, auch von der Form des Nationalismus ab. Ja, also sozusagen, wie weit der Weg zum Rassismus ist. Ist es ein völkischer Nationalismus, wie hierzulande in Österreich, dann ist es sozusagen der Rassismus nicht weit. Ist es ein politischer Nationalismus, gibt es natürlich in bestimmten Phasen auch
schlägt er um in Rassismus, aber, wie ich gestern gesagt habe, es ist innerhalb der Formation Nation oder sogar Nationalismus Widerstand dagegen möglich, weil man sie sozusagen auf die politische Gemeinschaft berufen kann, was ja im völkischen Nationalismus nicht geht. Ja, zur Frage noch einmal, was wird projiziert? Im Fall des Rassismus sind es vor allen Dingen nicht integrierbare und eben darum verdrängte Essanteile, ja, die Triebhaftigkeit zum Beispiel, die auf Fremde projiziert werden. Eben Fremde bitte immer zu verstehen als Fremdgemachte, ich mache nicht immer das Anführungszeichen. Dem gegenüber sind es im Falle des Antisemitismus vor allem Über-Ich-Anteile, ja, die Strafmacht, die projiziert werden. Ich habe es gestern erwähnt, auch Richard Wagner zitiert, der das Gewissen als jüdische Erfindung bezeichnet hat und der wiederum eben anknüpft an den Mythos sozusagen der jüdischen Macht, was wie gesagt im Unbewussten zu einer Parallelisierung führt zwischen dem kastrierenden Vater sozusagen und dem Juden als antisemitisches Bild. Abschließend und auch zusammenführend sozusagen, was wären jetzt die Elemente einer, ja, wenn man so will, narzissmustheoretischen Kritik des Rassismus? Zunächst einmal, als erster Satz, es sind eben weniger reale Interessenskonflikte als innere neurotische Konflikte, die den Rassismus von unten, wenn man es will, reproduzieren. Der psychodynamische Kern oder die unbewusste Struktur des Rassismus, und wie gesagt, ich spreche vor allen Dingen vom Bewegungsrassismus hier, ist in Illusionen von Identität im Singular, Ganzheit, Versorgtheit und Verschmelzung oder, wie ein Kollege es formuliert hat, in der Phantasma Orgie der Reinheit zu finden. Also die Reinheit, auch das wieder Verweis sozusagen auf das Paradies, auf das mütterliche Paradies, also Konfliktfreiheit, keine Ambivalenz, Eindeutigkeit, also ganz eine starke Sehnsucht, die ich auch, ich habe mal sehr lange Nazi-Rock analysiert, auch quantitativ. Und das Wort, das am zweithäufigsten, und das kann kein Zufall war, zu finden war, also nach Deutschland, wenig überraschend, war Reinheit und rein. Ja, wir wollen Deutschland sauber und rein, wir wollen Deutschland nur für uns allein. Oder verbietet feministische Vereine, wir bringen unsere Frauen wieder ins Reine. Dasselbe im Übrigen im Dschihadismus. Ja. Auch die Haschid haben, hat mein Kollege von der Universität, der im Unterschied zum Arabisch kann, und aber so ähnlich wie ich über die Rolle der Musik sozusagen im Prozess der Fanatisierung das auch für wichtig hält. Und in diesen Aschids ist, haben wir genau dasselbe. Also die Zuschreibung von Schmutz, ja, unrein, sozusagen an die Feindgruppe und alles Reine, Saubere eben für die Eigengruppe. Die rassistische, aber auch die antisemitische Gemeinschaft ersetzt im Unbewussten ihrer Mitglieder das verlorene, das mütterliche Paradies. Dieses Paradies ist hermetisch abgeschlossen. Der, die Rassistin, der, die Antisemitin vermag noch die größten Widersprüche und die offensten Widerlegungen als Bestätigung in seinen oder ihren Wahn einzubauen. Ja, da bin ich wieder eben bei Woody Allen und bei der Sinnlosigkeit des Versuches. Wie jede Illusion dient auch die Illusion der Reinheit, vor allem der Abwehr psychischer Konflikte und der Abwehr von Unlust und Unlusterfahrung. Alles Unreine und die primär-narzisstische Wiedervereinigung Störende wird dabei nach außen projiziert, weil nur so kann an der Illusion der Reinheit im Inneren festgehalten werden. Dieser, ich meine, illusionäre Abwehrmodus bleibt jedoch prekär, also gefährdet, um ihn gegen die Realität, und die Realität bietet nun mal Ambivalenz und Verunreinigung oder Vermischung unter Anführungszeichen,
Um gegen diese Realität den illusionären Wunsch erhalten zu können, bedarf es weiterer und immer wahnhafterer Projektionen. Also wir sprechen hier auch wirklich vom Zirkel, ja, im Fall des Rassismus und des Antisemitismus. Hier ist auch sozusagen die innewohnende Dynamisierung, sozusagen der Hang zur Radikalisierung aus sich heraus angesprochen, zumindest eben auf individueller Ebene, aber dasselbe gilt, glaube ich, auch auf der Massenebene. Die Sucht nach der Reinheit, die Sehnsucht nach der Reinheit, die immer die Destruktivität als Kehrseite hat, verlangt geradezu nach dem Unreinen, das eben bei Gruppenfremden gesucht und gefunden wird. Die mit dem Ideal der Reinheit verbundene narzisstische Identifizierung ist eben labil und durch Differenz leicht störbar. Die Störung wird projiziert und führt zu einem ungeheuer aufgeladenen Zerrbild des Fremden, der eben nun wiederum, aber dann schon fast schon visualisiert, quasi den Zusammenhalt, die Gemeinschaft bedroht. Tatsächlich bleibt der rassistische Massenmensch eben in seiner projektiven Identifizierung auf den bedrohlichen Fremden fixiert, was den manischen Charakter seiner Beschäftigung mit dem Fremden erklärt. Er ist voller Angst, dass das Fremde die narzisstische Einheit der Identischen verschmutzt oder auflöst. Diese Angst, ja, Sigmund Baumann spricht hier von Mixophobie, ja, verwandelt sich dann in rassistischen Hass. Illusionen, und ich bin wie angekündigt bei den Massen abschließend, Illusionen wirken umso besser, je mehr Menschen ihnen anhängen. Und Mythen werden erst dann wahr, wenn sie von den Massen geglaubt werden. Also es gibt kein Mythos ohne Masse, zumindest in der Begrifflichkeit, der ich anhänge. Auch unter diesem Aspekt ist Rassismus immer Gemeinschaftsideologie, nämlich in dem Sinne, dass er einen ideologischen Effekt bei der Bildung von nationaler Gemeinschaft, von nationaler Masse darstellt. Auch das ähnlich wie der Traum und der Mythos funktionierende Gerücht, ja, über die Fremden, wie im Fall des Rassismus, oder über die unheimlichen Fremden, wie im Fall des Antisemitismus. Auch dieses Gerücht stellt eine wesentliche Brücke zwischen dem Individuum und der Masse dar. Letztere, also die Masse, bildet sich gerade im Internetzeitalter durch den gemeinsamen Glauben an die Wahrheit des Gerüchtes. Mit der französischen Psychoanalytikerin Janine Casier-Smirgel sollten wir die Massen der Gegenwart nicht nur als Führerlose, im Unterschied zu Freud, der immer gemeint hat, die Masse, ja, sozusagen, die eben auch diese ganze Problematik der Regression dann der Massenindividuen sozusagen provoziert, braucht einen Führer. Hier ist aber jetzt durchaus denkmöglich eben, dass die auch führerlos sein können, und wie Casier-Smirgel sagt, auch virtuelle. Sie spricht von virtuellen Massen. Also es braucht keine reale Massenbildung, um diese regressiven Prozesse und dann die massenhaften Projektionen eben in Gang zu setzen. Je nach Grad des Fanatismus, mit welchem dem Massenideal gerecht zu werden versucht wird und die Eigengruppe idealisiert wird, je nachdem kommt es auch in den virtuellen Massen zu den schon von Freud beobachteten regressiven Prozessen. Freud hat ja darauf hingewiesen, dass die Einzelnen sich verändern, sobald sie Mitglied einer Masse werden. Und er sprach eben hier von Regression. Er sagt so, also die oberen Schichten des Ichs werden quasi abgebaut. Das führt halt dazu, auch dass die Last der Zivilisation abgebaut wird. Das ist quasi die oberste Schicht, das Über-Ich, was dann oft auch externalisiert wird auf den Führer. Das wären sozusagen die alten Massen. Hier sagt Casier-Smirgel, dass der Führer durch ein Ideal ersetzt werden kann, was auch schon Freud angedeutet hat. Ja.
also dem kann man genauso anhängen wie dem dann körperlich sozusagen physischen Führer. Die Massenbildung, das Abtragen sozusagen der oberen Schichten wirkt befreiend. Das ist sozusagen der Lustgewinn, der Eintritt in die Masse, es fällt sozusagen von dir eine Last, die Last der Zivilisation. Diese Gedanken sind natürlich angesichts des Faschismus formuliert worden und, glaube ich, auch richtig. Ja, die Frage ist, ob sich das jetzt wirklich in dem Ausmaß auch auf virtuelle Massen übertragen lässt. Ich glaube schon. Also ich bewege mich viel in so virtuellen Panikräumen. Ja, und ich habe den Eindruck, also berufsbedingt, und habe den Eindruck, dass wir genau diese Prozesse beobachten können. Der letzte Gedanke dazu, den man, glaube ich, da in Deutschland und in Österreich wichtig ist auszusprechen, während politischer Nationalismus als Ausdruck des sekundären Narzissmus, eben der Liebe zu Identischen, analysiert werden kann, erscheint der völkische oder erscheint im völkischen Nationalismus sozusagen der primäre Narzissmus, die Wiedervereinigung mit einem nur guten Objekt, die Rückkehr ins Ursprungsparadies. Damit wäre meiner Meinung nach auch der massenmörderische Überhang dieser Blutsbandenbildung psychoanalytisch erklärbar. Danke.